Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best Friend Talk mit dem Thema: Wie bringe ich den Hund dazu, das zu machen, was ich möchte? Und zwar, das Wichtigste ist die Aufmerksamkeit vom Hund aufs Herrchen zu leiten, das heisst, sich selber interessant zu machen, dass der Hund eigentlich mit der Aufmerksamkeit bei einem ist. Dann muss man den Hund verstehen. Um den Hund zu verstehen, sollte man sich in den Hund hineinversetzen. Da geht es darum, dass man weiss, dass man dem Hund eigentlich eine Sprache beibringt, anhand von Kommandos. Der Hund aber natürlich eigentlich viel einfacher durch Akustik-Kommandos zu leiten ist. Weil auch bei den Kommandos, die wir geben, lässt der Hund eigentlich eher auf die Tonlage, als auf das, was wir wirklich sagen. Dann muss man den Hund unbedingt führen. Also es ist nicht gut, wenn der Hund eigentlich euch führt, und darum muss man natürlich dort Konsequenz an den Tag legen, um den Hund auch wirklich führen zu können, dass der Hund weiss, okay, wer übernimmt die Leitung. Und da ist natürlich auch sehr viel Sicherheit und Vertrauen wichtig, die der Hund gegenüber vom Herrchen hat. Darum ist Beziehung zum Hund eigentlich Grundvoraussetzung, dass man einen Hund dazu bringt, das zu machen, was man möchte. Dann ist es auch wichtig, dass man dem Hund immer einen Schritt voraus ist. Das heisst, die Aufmerksamkeit, wie man einen Spaziergang oder was auch immer, dass man eigentlich bereit ist, bevor der Hund kann reagieren kann, dass man ihm ein Kommando geben kann, sodass er die Chance hat, um wirklich zu folgen, bevor er eigentlich seine Aktivität schon gestartet hat. Und ganz zum Schluss ist eigentlich das Wichtigste von dem Ganzen, dass der Hund das macht, was man möchte, muss man eigentlich tagtäglich mit ihm trainieren und das immer wieder machen. Ich hoffe, ich kann mit dem euch weiterhelfen und wünsche euch viel Erfolg und viel Spass beim Trainieren. Eshana, hier. Eshana, Sitz. Feini. Eshana, Platz. Voilà, so ist er feini. So ist er feini. Und das ist der Augenkontakt, der wichtig ist. Der Hund auch immer wieder anschaut, dann weiss man, man kann ihm von Kommandos geben und er folgt den. Die akustischen Signale, die ihr noch gehört habt, sind einfach unterstützend. Bewirkt, dass der Hund eigentlich noch ein bisschen besser folgt.